Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, hallo, liebe Geschwister und liebe sonstige Interessierte. Herzlich willkommen zum neuen Livestream zum Thema, das blenden wir mal sofort ein, Kriege, Krisen, Konflikte, Seuchen. Ja, wie gehen wir als Christen damit um? Wir gehen damit untereinander um. Wie bewältigen wir das ganze Thema in Christus? Aber wie ich ja angedeutet habe, ich mache das diesmal nicht alleine. Es ist ein Livestream, der sich quasi seit längerer Zeit angekündigt hat. Und ich bin froh, dass uns das heute gelingt. Und mein Gesprächspartner ist der liebe Tobias. Hallo, Tobias. Hallo, grüß dich. Und Tobias, grüß auch alle Zuhörer. Tobias ist auch Kanalbetreiber. Ich habe ihn ja schon seit langem in meinen Empfehlungen. Er betreibt den Kanal Lesen, Fühlen, Verstehen. Ne? Lernen, Fühlen, Verstehen. Noch besser. Nicht nur lesen, sondern auch gleich lernen. Und er ist mir vor Jahren ist er mir aufgefallen, als er seinen Kanal schon hatte. Und wie man das so ist, man sucht, durchsucht ja ein bisschen und dann habe ich gesehen, naja, du hast hier auf jeden Fall schon mal mit einem ernsthaften Bruder zu tun. Das war mir ganz schnell klar. Und wir kamen auch einigermaßen zügig ins Gespräch, denn er hatte damals eine ziemlich gute Ausarbeitung über die Hure Babylon. Er hatte also erkannt an vielen Dingen, es wäre Mekka. Und das hat er echt gut begründet, auch sehr vernünftig begründet. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon bei Fruchtenbaum eins verstanden, nämlich, dass die Hure Babylon oder das Babylon real wiederkommen wird. Also kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, merkten aber irgendwann, wir kommen ja nicht so richtig zusammen. Aber Tobias ist dann eben einer, der prüft irgendwann. Ja, irgendwann hat er gemerkt, das Ganze muss ich mir doch mal genauer ansehen. Und irgendwann kam er dann wirklich zum Ergebnis, ja, das ist so. Ja, Babylon kommt wieder. Und tatsächlich hat er auch vor einiger Zeit ein Video gemacht über Nebukadnezar, Antichrist. Das hat mich sehr gefreut. Nicht, weil er das auch macht, sondern die Argumente, die er benutzt, die hat er sich ganz alleine rausgesucht. Also er hat nicht einfach meine kopiert irgendwo, sondern er hat selbst die Stellen in der Bibel gefunden. Und das fand ich doch auch ganz wunderbar. Ja, wir wollen eins vorneweg heute machen. Wir haben uns gesagt, das Ganze soll ja uns Geschwistern irgendwo helfen und dienen. Und wir brauchen dazu immer den Herrn Jesus. Also wollen wir beide einfach auch vorneweg einmal für diesen Stream beten. Wer mag, senkt seinen Kopf mit. Und wer nicht, der eben nicht. Lass uns anfangen. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir diese Möglichkeiten haben, diese technischen Möglichkeiten auch heutzutage haben, diese Dinge so zu besprechen, dass es viele mitbekommen können, auch wenn wir nicht nah beieinander sitzen. Du kennst das Thema heute, es soll uns beschäftigen, durch was wir in der letzten Zeit so durchgehen und was uns wohl auch in Zukunft noch erwartet. Ja, wir wollen da nicht wie aufgescheuchtes Vieh irgendwo sein, Herr, sondern du hast uns ja auch klare Leitlinien gegeben in deinem Wort und mit deiner Hilfe werden wir sie verstehen, dass wir selbst ruhiger werden im Herzen, Herr, und auch einfach merken, wie wir miteinander umgehen sollen, Herr. Deswegen geben wir das in deine Hand und möchten dich bitten, dass du hier dein Auge drauf hast, zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, dreieiniger Gott, ich möchte dir danken, dass wir das machen können, dass wir uns mit Stefan auch treffen können hier über das Internet. Danke für die vielen lieben Geschwister, die wir auch offline kennen in unseren Ortsgemeinden. Und bitte gib uns Weisheit, was wir heute sprechen. Achte darauf, Herr, dass wir von dir geführt sprechen. Gib uns Konzentration. Und Herr, lass doch auch die Technik funktionieren, dass das einwandfrei läuft. Und lass die Botschaft verständlich rüberkommen und dass die Zuhörer auch was davon haben. Lass die Botschaft in Liebe und in Wahrheit gesprochen sein und über allem geschehe dein Wille. Amen. Amen. Ja, jetzt ist die Frage, wie wollen wir loslegen? Du hast ja ein paar Fragen überlegt oder soll ich ein paar Beispiele davon geben, was wir eigentlich so meinen? Wie hättest du es gerne, Tobias? Ja, ich hätte gedacht, dass man am Anfang so ein bisschen, weil es geht ja um Krisen und so weiter, wie wir so die letzten Jahre erlebt haben, dass wir uns gegenseitig befragen. Ja.
Und das Ganze soll auch nicht so lang werden, also vielleicht eine gute halbe Stunde diese Fragerei und dass wir dann noch eine halbe Stunde auch Zeit haben, wirklich für, vor allem, also vor allem der Bibeltext soll ja dann auch im Mittelpunkt stehen, den wir ausgesucht haben. Ja. Okay, dann gebe ich einfach mal eben ein paar kurze Beispiele, damit wir alle so ein bisschen die Erinnerung haben. Letzt die Krisen, ist noch nicht lange her, ne? Da war das große Thema Erderwärmung da und die Friday for Future-Bewegung ging los, sogar in die Schulen ist es vorgedrungen und es ging nur noch ums Klima, Klima, Klima. Da war auch noch dann dieser Dieselskandal und man merkte, es wird sich vieles, vieles ändern in Zukunft. Dann auch die letzten Jahre natürlich alles im Thema Gender weit gefasst, die Ehe für alles, Feminismus gehört dazu. Wir haben natürlich sehr stark zu tun gehabt mit Corona, insbesondere mit dem Thema Impfung. Momentan haben wir stark zu tun mit dem Krieg zwischen Russland und Ukraine und fragen uns, was soll das? Wohin führt das Ganze? Nimmt das ein gutes Ende oder wird es möglicherweise ganz dramatisch? Damit hängt zusammen Energiekrise, beginnende Inflation. Wir merken, viele Dinge im Supermarkt sind unfassbar viel teurer geworden. Wir wissen, dass die Energiekosten massiv ansteigen werden. Und daraus ergeben sich Konflikte, ja, eben auch unter uns Christen. Ja, das haben wir jetzt zuhauf gehabt zum Thema Impfung, zum Thema Mahlzeichen, zum Zeitpunkt der Entrückung. All das spielt momentan rein, weil wir Christen ja auch immer die Endzeit natürlich im Blick haben und hoffen, dass wir möglicherweise dann auch bald nicht mehr da sind. Ja, das alles spielt ja zum Thema. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine grundsätzliche Frage, die wir gleich detaillierter besprechen wollen. Wie gehe ich persönlich mit diesen Dingen um, mit diesen Situationen, mit diesen Krisen? Aber eben auch, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Geschwistern? Und da gibt es wieder zwei Sorten, glaube ich, grundsätzlich. Nämlich die, die das so sehen wie ich, mit denen habe ich wahrscheinlich dann wenig Probleme. Aber es gibt natürlich auch die, die es anders sehen. Und da könnten dann schon größere Probleme hier und da auftauchen. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt durch deine Fragen dann auch ein bisschen näher ran, lieber Tobias. Ja. Ja, du hast das Wort. Ja, wir können uns erstmal überlegen, grundsätzlich für wen ist es interessant, was wir vorhaben. Also wir haben ja auch eine kleine Bibelarbeit oder einen Bibeltext vorbereitet. Mhm. Und ja, soll ich mal anfangen? Ja, klar. Für wen, was ich mir so gedacht habe, also für wen wäre das, was wir jetzt besprechen wollen, von Interesse? Zum einen, wer lernen will aus den letzten Jahren, also seit Corona hat sich ja doch ein bisschen was geändert. Davor hatten wir noch eine relativ angenehme Zeit, also keinerlei Verfolgung, gar nichts. Also haben wir jetzt auch nicht Verfolgung, aber wir hatten auch nicht diese Bedrängnisse. Seit Corona gibt es ja richtig Einschnitte. Und dann diese Impfdiskussion, die hat teilweise eingeschlagen wie eine Bombe. Und ja, wer sich da zurüsten lassen will, durch das, was wir von der Schrift sehen, dass wir auf vielleicht, ja, dass wir uns auf weitere Bedrängnisse auch einstellen sollten und wohl auch müssen. Aber das Wort Gottes lässt uns daran auch wachsen. Also Zurüstung für Schwierigkeiten, gegebenenfalls, dass wir uns mehr ausrichten auf den Herrn und vielleicht mehr, nicht so viel mit dem Alltagsklein-Klein so stark versumpft sind, sondern mehr aufs Grundsätzliche, auf das Wesentliche ausrichten. Und ein Punkt wird sicherlich auch sein, Handwerkszeug zum Umgang miteinander innerhalb des Leibes Christi. Wie gehen wir mit diesen Verschiedenheiten, mit diesen Konflikten, die natürlich zwangsläufig entstehen werden oder auch schon entstanden sind, wie gehen wir damit geistlich um? Und zu guter Letzt würde ich sagen, wer so unruhig im Herzen, ich kenne das auch, also dass mich Unruhe erfasst oder Sorge, aber wie finden wir wieder dann zurück zur Ruhe im Herrn, die uns der Herr eigentlich so gedacht hat für uns, ja. Ja, damit hast du noch was zu ergänzen dazu? Oder? Nein, du hast ganz viel genannt und es betrifft uns Christen alle. Das ist so. Ja. Wir alle haben in letzter Zeit viel zu viel miteinander gestritten. Ja. Und haben uns oftmals stark beunruhigen lassen. Und einer musste nur irgendwie sagen, Impfung ist Mahlzeichen und schon war die Panik da. Und die Frage ist eben, was machen wir? Wie bewerten wir diese Dinge? Wie reden wir miteinander über diese Dinge? Und ja, ganz wichtig, werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was ist, wenn ich das anders sehe als mein Bruder, als meine Schwester?
Berechtigt mich das jetzt, den Kontakt zu ihm abzubrechen oder ihn zu beschimpfen oder irgendwas? Oder habe ich nicht ganz andere Dinge zu tun? Und generell, ja, habe ich nicht sowieso die Aufgabe, mich ja anders auch zu orientieren und andere Dinge im Blickpunkt zu haben, als immer nur gerade die neueste Katastrophe. Ich glaube, dass wir das Ganze hier ist so eine Art Schulung. Die Zeiten, die auf uns zukommen, da mögen auch noch mal ein paar gute Zeiten drunter sein, ganz klar. Aber es kann auch sein, dass das Ganze jetzt an Tempo gewaltig zunimmt, auf allen Ebenen nach und nach. Und ja, wir müssen da reinwachsen. Wir müssen da reinwachsen, wie wir Christsein leben. Wir müssen vielleicht ein Stück weit nachvollziehen können, wie Menschen damals im Krieg, ja, wie haben die ihr Christsein gelebt? Unter der Angst zu sterben, unter der Angst, was esse ich morgen? All diese Dinge, ja, das muss uns einfach wieder bewusster werden. Wie gehe ich als Christ mit diesen Dingen um? Und ich darf dann nicht den Kopf verlieren und ich darf auch nicht vergessen, was auf mich wartet. Ja, ich muss das Ziel einfach im Blick haben, wie der Jesus ja auch. Ich meine, der war hier auf der Erde und hat das alles durchgestanden und wusste ganz genau, was er am Ende zu erleiden hatte. Ne? Und trotzdem hat er das alles für uns getan. Und ja, ich glaube, so eine grundsätzliche Einstellung, die brauchen wir da auch alle. Ja, ja. Ja, vorab hätte ich noch gedacht, mit welcher Haltung machen wir den Stream? Damit, also wir wollen uns nicht irgendwie Mods darstellen, im Gegenteil. Also ich würde sagen, so ein Motto wäre vielleicht für den Stream 1. Timotheus 1,15. Das ist so, den möchte ich mal vorlesen. 1. Timotheus 1,15. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort, also das Wort Gottes, und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, sagt hier Paulus. Aber das können wir, denke ich, auch auf uns erweitern. Wir fühlen uns auch als die größten Sünder. Und wir wissen es nicht besser als die anderen, aber wir wissen, das Wort Gottes weiß es besser und der Herr ist besser. Der Herr ist perfekt, vollkommen. Ja, wir wollen uns einfach dem Herrn unterstellen und wir wollen uns nicht irgendwie selber darstellen, das sei ferne von uns, ja. Da ist ja auch ganz erstaunlich, dass er wirklich in der Präsenzzeitform spricht, ne? Er ist der größte Sünder. Er sagt das immer noch, ja, auch in dieser Position. Und das heißt also, er kennt all seine Schwächen, die er gehabt hat und wahrscheinlich auch immer noch hat. Er war ja deswegen nicht in allem perfekt. Er war ja immer noch ein Mensch. Und ja, das unterstreiche ich auch. Das Ganze, was wir hier machen, das ist nicht, damit Tobias oder ich mich irgendwie herausstellen, ganz und gar nicht, da sind wir auch nicht geeignet, sondern das Ganze soll Geschwistern helfen und zur Ehre des Herrn Jesus sein. Das ist mal ganz klar. Ja, ja. Hast du weitere Fragen aufgeschrieben? Ja, ja. Gut. Also, dann mich würde mal interessieren, wie ging es dir so, seit Corona hat sich ja, denke ich, schon was Größeres verändert, ja? Wie hast du das so erlebt? Also die vielleicht Sorgen oder in der Gemeinde Unruhe oder auch Meinungsverschiedenheiten oder auch in der Welt, was sich verändert hat, so insgesamt. Wie hast du das, ja, was hat sich für dich so verändert gegenüber 2019 zum Beispiel, in 2020, 2021, 2022? Es hat sich bei mir persönlich natürlich eine Menge geändert auf unterschiedlichen Ebenen, ja. Wenn man wie ich im Außendienst tätig ist, ja, und auch viel in der Gastronomie tätig ist im Außendienst und auf einmal keine Gastronomie mehr da ist, wo man tätig sein könnte, dann ahnt man schon irgendwann, das hat auch einen Einfluss auf die Berufstätigkeit, ja. Und so war es ja bei mir auch. Irgendwann gab es die Kündigung und meine Branche war quasi auch tot. Das ist so. Das war das, was mich so ganz, ganz weltlich mal getroffen hat. Aber das ist gar nicht das Schlimmste. Ja, das gebe ich in Gottes Hände und das wird dann auch wieder werden. Was mich aber schon getroffen hat an verschiedenen Stellen, auf der einen Seite bei Corona, als ich so die ersten Impfvideos machte, da kann man anderer Meinung sein. Das ist nie das Problem. Ne? Aber einige Kommentare von vermeintlichen Christen waren ganz hart. Ja, da kamen ja wirklich so Aussagen wie, ja, du würdest auch deine Kinder die Fenster rausschmeißen, also sowas, wo man sich fragen muss, wie kannst du als Bruder oder Schwester mir sowas sagen, selbst wenn du anderer Ansicht bist. Ja. Das tat weh. Überhaupt, glaube ich, sind die größten Schmerzen, die man uns momentan zufügen kann, sind, glaube ich, Aussagen von Geschwistern, weil wir
ja, meinen und hoffen, wir sind eines Geistes, ja, und dann kommen solche Angriffe manchmal wirklich unvorbereitet irgendwo. Aber auch ganz in der Praxis mit Geschwistern, mit denen man zu tun hat, mit denen ich regelmäßig Kontakt hatte oder auch eine ganz liebe Schwester, gab es intensiven Kontakt. Und ja, die haben sehr früh ihr Kind verloren mit 4 Jahren. Und ich habe dann damals in der Corona-Zeit ja die Rede zur Beerdigung gehalten. Und es war kein leichter Weg, aber ich habe es gerne für sie getan. Und sie wurde auch später noch bei uns in der Gemeinde getauft und sie ist aber mit ihrem Mann ins Ausland gegangen. Ich habe das auch ein Stück weit verstanden, um einfach Abstand zu finden. Alles in Ordnung. Aber als dann Corona kam, ja, da kam die Abkehr. Da war der Kontakt weg. Ja, da waren wir nicht einer Ansicht, nicht einer Meinung. Und dann war offensichtlich wichtiger, mit anderen Geschwistern, die dieselbe Meinung haben, Kontakt zu haben, als mit Geschwistern, die das ein oder andere anders sehen. Und das war jetzt kein Einzelfall. Da gab es tatsächlich einige, denen das Thema Corona so viel wichtiger war als eigentlich die Einheit des Geistes irgendwo. Ja, weil Corona ist bei allem immer noch ein ziemlich weltliches Thema gewesen. Ne? Das ist ja nicht geistlich oder so, sondern das war eine Seuche oder auch nicht Seuche, wie auch immer man das sehen mag, ja, die Tod hervorgebracht hat oder die man wegen mir auch ganz ablehnen konnte. Aber letztlich ist das eine weltliche Geschichte. Ja, da hing nicht mein Heil von ab in irgendeiner Art und Weise. Und insofern fand ich das schlimm, wie teilweise in der Christenheit miteinander umgegangen wurde. Und na, wir haben ja auch die Diskussion miterlebt mit den Zugangsvoraussetzungen zu den Gottesdiensten, ob 3G oder nicht 3G. Mhm. Und die Nähe einiger, ja, zum rechten Flügel, muss man ja schon fast sagen. Und wo dann Christen ständig auf die Straße gingen, dann auch zum, ja, tun gar nicht aufs Wort. Nicht Diskussion, sondern Widerstand oder Widerstand und all diese Dinge, wo man sich da fragen muss, ist das jetzt wirklich die Aufgabe von uns Christen? Ich hatte oft den Eindruck, viele haben das Zentrum aus den Augen verloren. Ja, das Zentrum, was für uns wirklich wichtig ist. Und das sind alles Dinge, man fühlte sich, und die ging es vielleicht auch so zwischendurch, ganz schön allein. Und ich habe auch, weil ich ja doch ein bisschen mit Allergien und Asthma zu tun habe, was ich ganz gut im Griff habe, aber in der Anfangszeit konnte ich nicht gut lange eine Maske tragen. Das heißt, ich war auch eine ganze Zeit nicht in der Gemeinde. Ja, in der Phase, wo wir die ganze Zeit eine Maske tragen mussten, nicht weil ich mich gegen eine Maske grundsätzlich geweigert hätte, sondern einfach, weil ich darunter schlecht Luft bekam. Ja. Auch das habe ich natürlich gemerkt. Man verfolgt dann die Gottesdienste natürlich am Fernsehen, aber man merkt irgendwo, der Kontakt zu den Geschwistern, der geht ziemlich flöten auf allen Ebenen. Ja, ja. Das war meine Erfahrung dazu. Hast du andere gemacht? Ja, also ich kann es auch kurz schildern. Ich hoffe, dass wir es kurz halten können. Also ganz am Anfang von Corona hat mich erstmal ziemlich die Sorge gepackt. Obla, was geht jetzt ab und was geht alles nicht mehr, ja? Ich habe mich, also die Sorgen haben mich total übermannt, also ganz als Erdenmensch. Andererseits hat es mich dann auch ziemlich schnell zum Evangelisieren irgendwie angetrieben. Also ich bin ja Evangelist in erster Linie. Ich bin nicht so wie du so ein Lehrertyp. Ich bin eher Evangelist durch und durch, muss ich schon sagen. Und mich hat Corona wahnsinnig angestachelt, also im Internet, was das Zeug hält, so evangelisieren, auf die Straße zu gehen, soweit es möglich war, oder Traktate massenhaft zu verbreiten. Also das war erstmal auch positiv, ja. Ich bin irgendwie aufgewacht, in Schwung gekommen. Momentan bin ich eher geistlich wieder so im Halbschlaf, ja, fast eingeschlafen. Aber damals in Corona-Zeit war das nicht so, da bin ich richtig hellwach gewesen. Und insofern ist das auch positiv. In der Gesellschaft natürlich habe ich den Druck sehr unangenehm empfunden. Also dieser Mediendruck, das haben, denke ich, alle Christen gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ja, das sehe ich ganz genauso. Natürlich waren wir uns nicht einig, wie wir mit dem Druck umgehen oder wie wir das biblisch bewerten. Da gab es Differenzen. Aber dass der Druck da ist und dass da massive Bedrängnis ist von Seiten der Medien und der Politik, das ist gar keine Frage, ja. Ja, und innerhalb der Gemeinde selber, da gab es ja auch so praktisch, ja, grob vielleicht zwei Flügel. Die einen haben eher gesagt, komm, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen
uns, soweit es vom Wort her vertretbar ist, auch uns unterordnen und nicht groß auf Widerstand gehen, also mehr so Einheit und den Herrn im Fokus halten und so. Und die andere Richtung, hauptsächlich von der reformierten Bewegung sehr stark angetrieben, die haben sehr stark den Widerstand postuliert. Und das ist ja, dass die Sache einfach vom Teufel quasi ist, während die erste Gruppe hat vielleicht eher gedacht, ja gut, wenn Gott einfach die Bedrängnis jetzt schenkt, dann der hat uns einfach das auferlegt, ja. Er gibt uns Schwierigkeiten, an denen wir wachsen sollen. Und das ist einfach auch von der Bibel, wissen wir es, dass es nicht besser wird. Also müssen wir da durch, so ungefähr. Und die andere Gruppe hat gesagt, nee, das ist vom Teufel, da muss man widerstehen. Also Gott verlangt von uns quasi zu widerstehen, zu protestieren, zu demonstrieren. Diese zwei Gruppen gab es ja grundsätzlich oder gibt es auch immer noch. Ja, das hat sich nicht verändert im Grunde. Nur momentan ist halt ein bisschen Waffenstillstand, weil wir gerade Ruhe haben. Aber das kommt sicherlich wieder, denke ich. Und also positiv muss ich sagen, auch durchaus, was jetzt die Gemeinde Jesu anbelangt. Also bei uns in der Ortsgemeinde sehe ich die Sache, trotz dieser Differenzen, die wir auch haben in der Gemeinde, selbstverständlich haben wir die. Aber ich würde doch eine positive Bilanz jetzt erstmal ziehen seit 2020 bis heute, weil unsere Gebetskultur ist sehr gewachsen. Also wir haben uns viel öfter versammelt, vor allem digital natürlich, aber auch live zum Gebet. Das hat wirklich sehr zugenommen. Und ich bin jemand, der sehr, sehr vom Gebet überzeugt ist. Also für mich ist Gebet fast das Wichtigste. Also es ist fast noch wichtig, also so wichtig wie Bibellesen oder wichtiger als irgendeinen Dienst zu tun, ist erstmal zu beten, würde ich sagen. Das ist meine Auffassung. Und das hat mich gefreut, dass da eine gute Entwicklung ist in unserer Gemeinde. Insofern hat wirklich diese Krise auch was Gutes gebracht, muss man echt sagen. In der Hinsicht, ja. Abgesehen von diesen Konflikten, die unangenehm waren, die teilweise sehr, sehr schwer waren, ja, aber es gab wirklich auch positive Aspekte. Ja. Okay. Ja. Ja, wie denkst du, wie können uns solche Bedrängnisse weiterbringen? Also was will uns Gott sagen damit? Wie können sie uns dienen? Solche Schwierigkeiten wie Corona und Kriege und so weiter. Ja, und sind ja Wehen letztlich vorhergesagt, ne? Ja. Und Wehen haben ja die Eigenschaft, relativ klein anzufangen und dann immer stärker zu werden. Und ist ja ein bisschen auch wie beim Sport, die Superkompensation, ne? Du trainierst, ja. Dein Körper wird schwächer und bereitet sich darauf vor, dass er beim nächsten Mal stärker ist. Und so ein bisschen ist das bei den Wehen auch. Man gewöhnt sich dran. Und ich glaube, dass das hier auch so ist. Wir werden immer wieder Wehen erleben, vielleicht dann wieder eine Phase der Entspannung. Aber letztlich steuern wir ja, wie wir wissen, in irdisch gesehen schlimme Zeiten, die dann ihren Höhepunkt dann tatsächlich in der Drangsal haben werden, wo wir, so sind wir beide überzeugt, nicht mehr dabei sind. Aber letztlich kann davor noch ganz, ganz, ganz viel passieren. Das glauben wir beide ja auch. Ne? Diese neue Weltordnung, diese Weltregierung mit totaler Überwachung und Verbot, wahrscheinlich irgendwann eine Bibel zu besitzen, all diese Dinge, die da auf uns zukommen werden. Und wir müssen ein Stück weit trainiert werden, glaube ich, auszuharren. Die Bibel betont ausharren immer, immer, immer wieder. Egal was kommt, rechts und links, oben, unten, wir müssen ausharren. Das Ziel im Auge behalten, am Herrn festhalten, auf ihn vertrauen. Egal was um uns herum letztlich passiert. Und die Angriffe können immer fieser werden und immer mehr schmerzen. Aber dafür hat die Bibel ja auch genügend Beispiele. Ne? Wir haben das Buch Hiob zum Beispiel. Wir sprechen so leichtfertig von einer Hiobsbotschaft. Aber wer einmal Hiob gelesen hat, der weiß ja, was dieser Mann wirklich durchgestanden hat. Und das kann ja wohl kaum ein Mensch von sich überhaupt behaupten, solche eine Phase durchgestanden zu haben. Ja, so schlimm war, als seine drei Freunde kommen. Ich glaube, eine Woche haben die mit ihm nicht reden können. Die haben sich eine Woche angestarrt. Ja, die kriegten kein Wort heraus vor lauter Leid, was da auf sie zukam. Und das ist kein Quatsch, was da steht. Das ist real passiert und Gott hat es, wir wissen es bei Hiob, obwohl er quasi ein Vorzeigegläubiger gewesen ist, ne, hat Gott es genau zugelassen. Und warum? Ja, damit Hiob dadurch was lernte. Und letztlich wurde es ihm sehr hoch belohnt. Und damit auch wir daraus lernen, selbst wenn so etwas auf uns zukommt, den Mut einfach nicht zu verlieren,
Denn Gott wird uns die Bedrängnisse nicht wegnehmen. Die Bedrängnisse sind wichtig, sie müssen sein, Gott braucht sie, um seine Ziele zu verfolgen. Gott braucht sie, um unsere Echtheit zu erweisen. Gott braucht sie auch, damit er uns später für unser Verhalten auch belohnen kann, weil wir es richtig gemacht haben. Ja. Ja, der Hiob hat sicherlich enorm was gelernt. Keiner wünscht sich das, ja, so durchgedrückt zu werden durch die Katastrophen wie schlimmster Art. Aber am Schluss ist was ganz Herrliches rausgekommen beim Hiob. Und vielleicht hat Ähnliches Gott jetzt auch mit diesen Bedrängnissen vor. Auch vielleicht das Vierte Reich, was wir ja auch für möglich halten, durchaus vor der Entrückung, was viele schon mit dem Antichristen irgendwie verquicken. Wir sehen das noch vorher, ja. Aber so oder so, egal wie man es sieht, es kann sehr ungemütlich werden und wird es wahrscheinlich auch, außer der Herr holt uns vorher weg, das kann auch sein, ja. Aber man kann sich eben nicht darauf verlassen. Und ja, also ich würde sagen, diese Bedrängnisse, die werfen uns auf den Herrn, das ist das Positivste, ja. Also das sehe ich wirklich positiv in den letzten Jahren, dass mir selber ein bisschen die Fälle weggeschwommen sind, aber ich war dafür mehr am Herrn geklebt, ja. Ich mehr im Gebet, meine eigene Ohnmacht und ist mir bewusst geworden. Und im Grunde sind wir ja schon mitgestorben, ja, geistlich sind. Wir haben ja schon alles aufgegeben bei der Bekehrung. Und daran sollen wir uns auch immer wieder erinnern, denke ich, dass wir schon gestorben sind mit Christus. Wir haben hier nichts mehr zu gewinnen oder verlieren, weil wir sind nicht Bürger dieser Erde. Wir sind Himmelsbürger im Grunde. Und da ist unsere Heimat. So wird auch, wenn wir jetzt dann später dann gleich in die Bibelarbeit reingehen, das ist auch quasi das erste Thema, dass wir eben nicht Erdenbürger sind, sondern Himmelsbürger. Das ist das. Darum geht es in den ersten Versen. Ich weiß nicht, wer eine Ahnung hat, was wir vorhaben vom Bibeltext her. Wer sich gut auskennt, hat vielleicht schon eine Idee, was es sein könnte. Wir machen es mal spannend, oder? Wir machen es spannend. Ich habe extra nichts geschrieben. Ja. Nicht, dass sich wieder einer vorbereitet. Ne? Ja. Nein. Ja, Selbsterkenntnis natürlich ist auch noch, was man lernen kann. Oder dass man in die Buße getrieben wird, wo man vielleicht überreagiert hat bei Konflikten. Wir alle haben irgendwo, ja, natürlich, klar, unsere Schwächen sind uns bewusster geworden und das ist auch gut so. Dann kann man es vor den Herrn bringen und in der Kraft des Herrn daraus lernen und es verändern lassen durchs Wort Gottes. Ja. Viele sagen ja, wenn man sich mit ihnen unterhält, das habe ich oft erlebt, wir sagen, seitdem ich Christ bin, habe ich den Eindruck, ich gehöre hier nicht mehr hin. Mir ist so viel egal geworden um mich herum. Und das ist auch ganz typisch, ja, weil wir natürlich Ziel vor Augen haben. Und diese Bedrängnisse, die ziehen ja genau darauf ab, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was, Herr, solange du mich nur hältst, ist alles andere egal. Du kannst mir alles nehmen, Hauptsache ich bin bei dir. Ja. Ja. Diese Wertigkeit, und die will der Herr auch von uns, weil das ist das Einzige, was zählt. Dass er für uns bezahlt hat, dass er das getan hat, damit wir bei ihm sein können in der Ewigkeit. Und hier darf es auf der Erde einfach nichts mehr geben, was uns irgendwo wichtiger ist und schon gar nicht, dass es uns gut geht hier. Ja? Uns wird es in der Ewigkeit einfach nur noch gut gehen und wir werden nur noch Freude finden. Und wir werden später darüber, wahrscheinlich, ich will nicht sagen lachen, aber wir werden gar nicht mehr verstehen können, warum wir uns überhaupt so gesorgt haben. Ja. Weil uns bewusst geworden ist, was der Jesus für uns alles vorbereitet hat. Ja. Und das kann sich natürlich ins Jetzt quasi auch auswirken. Wir sind noch nicht in der Vollendung, aber wir können auch jetzt, sollen wir ja schon, freut euch im Herrn, heißt es immer wieder, gell? Wir können schon jetzt diese Vorfreude durchaus haben, wenn wir uns wirklich fokussieren auf den Herrn und was uns erwartet. Es gibt ja diese Jubelbotschaften, zum Beispiel 1. Petrus 1, 3 bis 9, das ist so eine Lobeshymne. Ich finde das fantastisch, ja, sowas auch mal auswendig zu lernen oder solche Worte immer wieder zu lesen, mitnehmen beim Waldspaziergang. Egal, wie schlimm es draußen ist und wenn morgen mein letzter Tag ist hier, aber das macht mich einfach froh, sowas, ja. Genau. Ja. Genau. Ja, wollen wir dann in den Text oder hast du noch eine Frage? Ja, wir können in den Text rübergehen. Ja, okay. Und sagen, das lassen wir das Wort sprechen, oder? Wir lassen jetzt das Wort sprechen. Genau. So. Wer hat von den Zuhörern, wer kann erraten, wo wir es, wahrscheinlich keiner, denke ich mal. Also wir haben doch zu wenig Stichwörter gegeben, gell? Ja. Wer weiß, außerdem bieten vorhaben, sich auch mehrere Texte aus der Schrift an. Dann lüfte du mal das Geheimnis. Das ist nur der einzige wäre. So, wir sind also tatsächlich im Kolosserbrief im dritten Kapitel. Ich lese mal die ersten Verse vor. Sind auch überschrieben mit die Stellung des Gläubigen in Christus, sein Trachten und seine Hoffnung.
Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, lieber Tobias, was sagst du dazu? Ja, zunächst mal, ja, wir sind, es geht grundsätzlich, müssen wir mal klarstellen, hier geht es um wiedergeborene Christen, ne? Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, also das, ganz klar. Hier geht es nicht um irgendwie Kirchenkartei-Christen oder so, sondern es geht um die Echten, ja. Also die Echten wissen hier, wovon wir reden. Und wenn vielleicht das mal jemand sehen sollte, den Stream irgendwann oder auch schon jetzt zuschaut, also wann bin ich Christ? Wenn ich mit dem Herrn Jesus Christus lebe, ja, wenn ich erkannt habe, ich bin verloren, ich muss irgendwann mal erkannt haben, ich kann mit meinen Werken nicht gerecht werden und ich brauche das Opfer Jesu Christi und das Opfer Jesu Christi bezahlt alle meine Schuld. Und dann werde ich auch wiedergeboren und dann werde ich dieses Erleben, ja, diese Erfahrung der Wiedergeburt machen, eine totale Kehrtwende und dann weiß ich, es ist alles neu und ich kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und wenn das mal jemand sieht oder wenn jemand zuschaut, der da einfach nur denkt, wir sind Christen, wir sind alle, egal ob jetzt Katholiken oder sonst was, das ist, bitte täusch dich nicht, sondern fang an, das Wort Gottes zu lesen und horche auf das Wort Gottes, du musst von Neuem geboren werden. Also das ist erstmal die Basis, ne? Und dann geht es für uns Wiedergeborene, dass wir suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Also wie geht das? Vielleicht, ich lese zurzeit das Buch der Richter in meiner Bibellese. Ich lese vielleicht so grob einmal im Jahr ungefähr durch, versuche ich es zu schaffen. Manchmal brauche ich etwas länger, manchmal auch mal schneller. Und da ist ja, haben wir das Beispiel von dem Simson hatte ich zuletzt. Und der Simson hat ja einen Auftrag von Gott bekommen, mit die Philister zu bekämpfen, also niederzuhalten. Hat er auch gemacht, denke ich, hat er umgesetzt. Aber er hatte auch große Schwächen mit seinen Augen, hat er oft gesündigt. Also er hatte mit den Frauen, denke ich mal, auch ein Problem. Das hat zwar Gott genutzt, ja, aber es war sicherlich nicht immer ganz sauber. Oder es war vieles nicht so sauber. Es war auch nicht alles Gott gewollt, was er gemacht hat. Aber am Ende ist er ja dann nochmal gefangen. Da waren ihm schon die Augen ausgestochen. Das war sicherlich auch eine Strafe für seine Augensünden. Und dann hat er aber den Herrn gesucht. Also er hat dann nach dem gesucht, was droben ist. Ich habe da zum Beispiel Richter 16,28 im Auge. So ein Lichtblick, so ein geistlicher, großer Lichtblick von Simson. Da hat Simson gerufen, mein Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, oh Gott, nur noch diesmal, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Also da war er dann nicht mal mit Frauen beschäftigt und so weiter, mit seinen irdischen Gelüsten, sondern hat jetzt wirklich gemerkt, jetzt geht es ums Ganze und hat den Herrn gesucht, hat den Herrn angerufen. Und das ist, denke ich, ein Beispiel für das, wie man das umsetzen kann. Such das, was droben ist, also geh vor Gott in die Stille, such Gott. Und auch wenn du irgendwie eingeschlafen bist, also momentan gehe ich auch ins Gebet, weil ich irgendwo das Gefühl habe, ich könnte geistlich, bin nicht so ganz wach, ja. Da bete ich auch natürlich dazu oder bete mit anderen oder bitte andere, dass sie für mich beten. Das, ja. Genau, und ich denke auch, man kann das jetzt, wenn man so die letzten Jahre sieht, dass man sich eben nicht zu viel mit den Nachrichten befasst. Also ich selber sehe kaum Nachrichten, muss ich sagen. Also ich sage jetzt nicht, dass es toll ist, aber ich bin da ein bisschen extrem, muss ich sagen. Aber zu viel Nachrichten ist auf jeden Fall auch nicht gut, denke ich. Also wenn man sich ständig mit den Alltagsgeschichten befasst, also ich würde das nicht wollen, sondern dass man eben genügend Zeit auch wirklich mit dem Wort Gottes seine Gedanken da reinhängt und sich vom Wort Gottes leiten lässt, das ja, gehört auch dazu, nach dem zu suchen, was droben ist. Da sind wir ganz ähnlich. Auch ja. Ich lese seit Jahren keine Tageszeitung. Ja. Hier und da mal ein paar Schlagzeilen im Internet. Aber immer, wenn irgendwie gerade mal wieder was Neues, Schlimmes passiert, ne? Was tagelang so die Zeitung füllt oder auch die Online-Portale und jeder im Detail informiert ist, ich bin es in der Regel nicht. Weil ich mir auch sage, was nützt es, darüber jetzt wieder im Detail Bescheid zu wissen, ja?
Ich kann dir auch nur rudimentär momentan sagen, was Ukraine und Russland passiert, so das ganz Grobe. Aber ich lese jetzt nicht jeden Artikel darüber, das tue ich prinzipiell nicht. Aber ich möchte dich mal fragen, da steht ja so, sucht das, was droben ist, trachtet nach dem, was droben ist. Auf welche Bereiche deines Lebens bezieht sich das denn? Na, auf alle. Ah, okay. Ja. Das heißt auch, du willst, weiß ich nicht, Auto kaufen, Geld ausgeben. Ja. Urlaub machen. Ja. Also immer spielt auch eine Rolle, ist das, was du da machst, nicht, sage ich mal, konträr zu dem, was der Herr Jesus möglicherweise von dir will. Richtig. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das sollte unser Denken, darum geht es ja, der Heilige Geist ist in uns. Ja. Unser Denken beeinflussen. Was tue ich hier gerade? Richtig. Und wenn wir Urlaub machen, weil du Stichwort Urlaub, ich mache sehr gerne Urlaub, auch als Christ, darf ich auch. Denke ich, ist nicht verboten. Ja, aber dann haben wir am Ende dieser Passage, was wir noch lesen werden, das soll auch in Christus getan werden. Also was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn. Also wenn ich in Urlaub fahre, dann bete ich natürlich, bevor ich losfahre, dann bete ich vielleicht um Begegnungen im Urlaub, wo ich vielleicht verkündigen kann, wenn ich Verkündiger bin. Oder nehme ja extra viel Zeit fürs Wort Gottes, was im Urlaub besser geht als sonst wo. Da kann ich auch mal längere Abschnitte lesen oder Bücher, auch geistliche Bücher lesen. Also ich kann auch so eine eigentlich schöne, weltliche, angenehme Zeit, kann ich aber auch geistlich sehr gut nutzen. Mhm. Ja. Denn wir sehen ja die Begründung, denn ihr seid gestorben. Das muss man manchmal so ein bisschen realisieren. Das, was ich will, was mein Leib will, was meine, ich weiß nicht, was von mir will, ja, das, wie ich früher war, sag's mal so, wie ich früher war, das alles, das keimt ja manchmal wieder auf. Das ist ja so. Wir sind ja immer noch hier auf der Erde. Aber das soll keine Rolle mehr spielen. Und in dem Moment, wo uns das bewusst wird, müssen wir das auch einfach unterdrücken. Ja, das ist so. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ja. Also das heißt, für Außenstehende mögen wir manchmal ganz schön schrullig rüberkommen. Mhm. Ne? Weil wir eben nicht in dem Schlamm, so sagt die Bibel ja auch, mit ihnen sind. Und wir freuen uns nicht unbedingt auf die nächste Betriebsfeier, wo dann wirklich hoch die Tassen, ja. Das alles machen wir so nicht mehr mit, sondern wir sind dann immer wir dürfen Bier trinken, nicht falsch verstehen, ja, darum geht es nicht. Aber die eben nicht in dem, ich sag's mal krass, sündigen Verhalten einfach volle Kanne mitmachen, sondern immer durchblicken lassen, nee, wir haben da schon noch andere Werte, auch wenn das nach außen hin vielleicht für viele langweilig aussieht. Ja. Oder eben auch total schrullig, ja, nerdig, wie auch immer. Aber wir sehen ja in Vers 4, wenn der Christus unser Leben, also Christus ist mein Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also auch an diesen Punkt oder Tag denke ich manchmal, ja, es kommt der Tag, wo der Herr Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Und wir sind alle dabei. Alle Menschen sehen in diesem Moment, oh, der hat es richtig gemacht. Ja? Mhm. Auch die unser Leben vielleicht uns belächelt haben und über uns hergezogen sind, sie sehen in diesem Moment, oh, der hatte recht. Ich meine, das wissen sie sowieso schon vorher, wenn sie vorher schon verstorben sein sollten, denn dann haben sie schon die unangenehmen Seiten kennengelernt. Und das mag uns auch schmerzen, weil es natürlich auch immer Familienmitglieder sind. Das hat ja kaum einer die Situation, dass jetzt jedes Mitglied seiner Familie gläubig wäre oder so. Ne? Aber wir werden mit ihm offenbar. Und er ist unser Leben. Ja. Nur weil er lebt als Mensch, ich habe das ja schon mal erklärt, der Jesus hat als Mensch sich das Recht erkauft, durch das mosaische Gesetz ewig leben zu dürfen. Wer diese Dinge tut, der soll leben. Er hat es geschafft, er war der Einzige. Und weil er ewig leben darf und weil er durch sein Blut uns freigekauft hat, ja, aus dieser Knechtschaft, dürfen wir mit ihm leben. Ja. Ohne den Herrn Jesus ging es nicht. Mhm. Ja? Und das ist auch der Grund, warum er ewig Mensch bleibt. Also nicht nur Mensch, ne? Gott und Mensch. Das müssen wir verstehen. Mhm. Er gibt dieses Menschsein nicht mehr auf. Ja. Weil würde er es tun, gäbe es diesen Menschen Jesus Christus nicht mehr, sondern nur Gott wieder. Ja? Dann wäre da kein Mensch, der ewiges Leben hätte. Wir hätten es dann auch nicht. Also der Jesus, das ist schwer zu verstehen und ich will auch keine falschen Worte sagen, aber ich habe den Eindruck, der Herr Jesus ordnet sich in einer gewissen Weise
in Ewigkeit unter, damit wir mit ihm leben können. Ja, er nimmt für alle Zeiten das Menschsein, behält er es, uns zuliebe, damit wir ewig leben können. Das ist das, was ich so ein bisschen im Laufe der Jahre für mich erkannt habe. Also da ist noch viel mehr dahinter, als wir manchmal so auf den ersten Blick sehen. Und da gebührt ihm wirklich alles Lob und alle Ehre für, dass Gott das macht für uns. Ja, er hätte so viele andere Lösungen finden können, aber die wollte er nicht. Er will es so und er weiß auch ganz genau, warum das so ist. Und wir sollen das vor Augen haben. Wir sollen danach handeln, und wie wir gerade geklärt haben, in allen Punkten unseres Lebens, auch wenn die Bedrängnisse eben kommen. Mhm. Ja, dann haben wir bitte im Sinn, um was geht es mir eigentlich? Was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Ja, und das, glaube ich, ist das, was wir im Auge haben sollten. Und wir haben ja auch schon das kleine Stichpunkt, und du hast es auch schon genannt, ein ganz wichtiger Punkt ist, um das zu realisieren, wir müssen uns jeden Tag neu einordnen. Aufgrund der ganzen schlechten Nachrichten, aufgrund unseres noch menschlichen Handelns, aufgrund unseres miesen Charakters, den wir ja haben. Ne? Das Bibelstudium tagtäglich halte ich auch für das Wichtigste. Denn das Bibelstudium ist das, was mich jeden Tag in enger Verbindung bringt zu Gott. Das Gebet natürlich auch. Ja? Aber das Bibelstudium, das ist ja das, wo Gott zu mir spricht. Ja. Da macht er mir ja etwas klar an der Stelle. Und insofern ist das eine ganz wichtige Geschichte, mich jeden Tag neu auszurichten. Und auch wenn die Zeiten jetzt immer schwieriger und schlimmer werden, das ist das Einzige, was Wahrheit ist. Wir werden jeden Tag mit Lügen konfrontiert, auch von offizieller Seite, überall. Und nur hier haben wir die Wahrheit und können uns neu ausrichten und auch daran festhalten. Und ich sagte es ja schon mal, irgendwann geht es vielleicht nicht mehr. Ja, also bitte werden wir jetzt nach Hause in seinem Wort. Siehst du wohl auch so, ne? Ja. Also gerade der Kolosser 3,4, das ist ein herrlicher Vers, auch ein erstaunlicher Vers, wo man ganz viel drüber nachdenken kann. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also das ist die Vollendung, ja, darauf läuft alles zu. Und ich persönlich muss zugeben, also es wäre besser, wenn ich mir jeden Tag den Vers vor Augen führen würde oder ähnliche Verse, das tue ich nicht immer, ja. Es wäre besser, vielleicht schaffen das andere besser, ja, aber je öfter man sich das bewusst macht, wo es eigentlich hingeht und dass wir das gute Ende haben werden und dass wir hier, dass es hier nicht um uns geht letztendlich, ja, wir werden irgendwie noch geschliffen und erzogen, aber hier in der Welt, es geht nicht um uns, dass wir irgendwas erreichen, wir müssen auch nicht unbedingt kämpfen, denke ich, politisch oder irgendwie groß noch was retten hier auf natürlich, wir sorgen um unsere Kinder, das kann ich verstehen, klar. Ja. Vor allem, wenn man Kinder hat, da muss man natürlich schon, man kämpft für die Kinder, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich als Wiedergeborene sind wir nicht Bürger dieser Erde, sondern wir eilen darauf hin, dass wir offenbar werden in Herrlichkeit. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, das soll einen frei und auch froh machen, ja. 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 Machen wir weiter? Ja, gehen wir weiter. Mhm. Soll ich lesen oder? Kannst du gerne machen. Machen wir den nächsten Block, oder? 5 bis 11, oder? Ja. Ja. Und ich denke, wir werden, weil das so viel ist, wir werden nur einige Aspekte dann rausnehmen, ne? Klar. Weil sonst wird es auch zu lang. Wir wollen vielleicht dann bei einer Stunde oder einer Viertelstunden, wenn es ideal, vielleicht nicht allzu lang dann, ja. Das ist wird, ne? Ja, ist gut. Okay, also Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat.
wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Ja, Stefan, was sollen wir töten und wie geht es? Wie töte ich die Dinge, die auf Erden sind? Wie mache ich das? Schaffst du das? Ich schaffe es nicht immer. Zeitweilig. Ja. Mhm. Vor allen Dingen, da steht ja wirklich tötet. Ja. Also weg, Tod, Ende. Ja, und zwar Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Das hat eine Menge mit sexuellen Verfehlungen hier zu tun. Wie wir ja auch an anderer Stelle lesen, dass nichts außer die Unzucht uns quasi von innen verunreinigen kann. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Also da gehört eben ein einwandfreies Verhalten dazu. Ja? Dazu gehört eben, wie Gott sich das so denkt. Man heiratet Frau, man findet Frau und die beide kleben aneinander, so sagt es die Bibel. Ja? Die beiden sind füreinander bestimmt, bis einer von ihnen nicht mehr lebt. Das ist das, was Gott sich vorstellt bei der ganzen Angelegenheit. Und das klappt nicht immer im realen Leben, das ist uns bewusst, aber das ist Gottes Vorstellung davon, das irgendwie so hinzubekommen. Und gerade auch wenn wir dann Christen sind, sollten wir wirklich auch vieles dran setzen, das so umzusetzen. Ja. Das heißt, ich bewege mich bewusst so, dass ich nicht immer wieder verführt werde. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ich werde im Laufe der Zeit meine Schwächen irgendwo kennen und versuche, sie zu vermeiden. Aber auch wenn ich falle, und das wird halt auch immer wieder wohl vorkommen bei den meisten Menschen, dann ist meine Erkenntnis, die ich gemacht habe, ist ganz wichtig, wirklich bekennen, ja, und den Herrn um Vergebung bitten. Denn ich gehe durch diese Welt und ich beschmutze meine Füße, das ist so. Und wenn ich dann also mich bei komischen Gedanken erwische oder sonst was oder schlimmer, dann ist es ganz wichtig, dem Herrn Jesus diese Dinge zu bekennen und in Wahrheit damit umzugehen. Wir lesen ja, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja. Ja. Ich bin jetzt nicht ungehorsam, weil ich mal falle, sondern die Söhne des Ungehorsams sind die, die diese Dinge grundsätzlich tun und auch kein Interesse haben, das zu verändern. Dass ich vielleicht falle und bei der einen oder anderen Sache öfter falle, heißt nicht, dass ich das grundsätzlich in meinem Leben so haben will, sondern solange ich jedes Mal hingehe und den Herrn bitte, vergib mir das bitte und ich offen das auch anspreche, solange wird er es mir vergeben. Seine Vergebung ist letztlich unendlich. Das tut er. Aber wenn ich eine Einstellung habe, ist egal. Mache ich einfach. Das ist nicht gut. Ja? Also als grobe Faustformel für mich habe ich festgestellt, eine Sünde über die Nacht mitzunehmen, ist nie eine gute Idee. Ich bin in meinem Leben ein paar Mal richtig tief gefallen, wenn ich das gemacht habe. Ja? Sondern das sind Dinge, die solltest du wirklich am selben Tag auch mit dem Herrn bereinigen und auch fortschaffen, erledigen. Ja? Ich kann nicht in Unzucht leben oder im Ehebruch leben oder sonst was. Da wird Gott ziemlich schnell mir nicht mehr zuhören. Er wird mich züchtigen. Es gibt die Phasen, auch David hat sie durchgemacht mit Bathsheba und dem Mord an ihrem Mann. Aber auch er hat schnell gemerkt, das ist nicht das, was gut ist. Ja, das hat er gemerkt und hat versucht, das Ganze totzuschweigen. Ja. Aber das bringt es natürlich nie. Ja. Aber das ist normal und menschlich, denn wir sehen in Vers 7, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Für einen unbekehrten Menschen ist das normal. Ja? War für mich früher auch völlig normal, so zu leben, ja. Eben, da sieht er nichts Schlimmes drin, ganz im Gegenteil. Und die Kleidung umso kürzer, im Sommer erst recht oder auch ganz aus, ja. Und mit der Nachbarin und den Nachbarn und sonst was. Übrigens Dinge, die auch die Juden früher kannten, ja, das war denn auch nicht unbekannt. Und die Gott natürlich besonders im Visier hat, weil das ist ja menschlich spezifisch. Ja, die Engel kannten sowas nicht. Und für die Menschen war eben dieser sexuelle Kontakt das Besondere irgendwo, ja, die Vermehrung irgendwo. Und Gott hat ja die Anziehung unter den Menschen auch bewusst
geschaffen, dass der Mann die Frau anziehend findet und die Frau den Mann anziehend findet. Aber Gott will das in gewissen Bahnen wissen. Das ist einfach so. Und da müssen wir uns dann auch fügen. Hast du da noch Hinweise, wie man das besonders gut hinbekommt? Ja, es bleibt uns nicht erspart, es wirklich vor den Herrn zu bringen. Wenn wir merken, da lastet was auf uns, und wenn man sündigt, man merkt es ja, man sollte es eigentlich merken, dass was auf einem lastet, dass das Gebet nicht so läuft, und einfach schonungslos es vor den Herrn bringen und es immer wieder und auch nicht überrascht sein, wenn es immer wieder kommt. Manche Sachen kommen halt über Jahre immer wieder. Also ich weiß von Erfahrenen, ich bin ein nicht sehr erfahrener Bruder, aber ich weiß von sehr erfahrenen Brüdern, die kämpfen einfach und die bringen es über Jahre immer wieder vor den Herrn, diese Dinge, und man soll einfach nicht aufgeben, ja, mit seinen Schwächen und Verfehlungen. Und wenn es in der Heiligung vorangehen soll, dann schaffen wir das nicht, sondern der Herr mit uns, ja, der Herr, seine Kraft wirkt in uns, sein Wort wirkt an uns. Dann kommen wir vielleicht mal eine Stufe weiter, wir fallen auch wieder zurück, ja, aber mit der Kraft des Herrn kommen wir eine Stufe irgendwo weiter mal. Aber wir selber mit Disziplin kannst du vergessen, ja, das geht nicht. Sondern Heiligung ist wirklich eine Geschichte des Vertrauens auf den Herrn und der schonungslosen Ehrlichkeit, wenn wir verfehlen und dann, wie du auch sagst, das Wort Gottes sich zuführen und sich vom Wort Gottes in der Einstellung, in der Gesinnung verändern lassen. Und auf diese Weise arbeitet der Geist dann an uns. Und der Geist ist es letztendlich, der Herr, Gott ist es, der uns verändert. Und wenn wir Heiligungsfortschritte machen, natürlich, das geht nicht auf unser Konto, sondern das geht auf das Konto des Herrn. Er macht es, ja. Es ist seine Ehre. Ich habe auch manchmal gemerkt, das Ganze hat auch wieder seine guten Seiten, auch wenn sich das komisch anhört. Aber wenn man manchmal merkt, ich habe hier echt ein Problem und ich kriege es nicht beseitigt, und man kommt an den Punkt, wo man quasi verzweifelt darüber, ja. Wo man dann wirklich zum Herrn Jesus auch sagen muss, Herr Jesus, ich kriege das nicht hin. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich gesagt habe und gedacht habe, kann ich denn überhaupt echt sein, wenn ich das einfach nicht in den Griff bekomme? Und dass ich auch dem Herrn Jesus gesagt habe, Jesus, wenn ich nicht echt bin, wenn ich mich da so geirrt habe, dann, weißt du, dann nehme ich jetzt direkt weg, damit ich mir nicht noch Sünden aufhäufe für die Zukunft. Ja? Also quasi wirklich aufgegeben an der Stelle. Und diese Haltung wirklich als einzige Hilfe, den Herrn Jesus zu haben, der Einzige, der dir da raushelfen kann, der Einzige, der dich trotzdem retten kann, das ist eine gute Erkenntnis bei dieser ganzen Sache. Wenn wir davor verzagen und merken, also ich kriege es nicht hin, ich bin da einfach, ich bin zu schwach für. Ja. Ein Phänomen, was wir jetzt auch hatten die letzten Jahre, ist eben, dass auch Ärgernisse gekommen sind und auch damit verbunden, auch mal eine Wut oder ein Ärger über Geschwister, Zorn, auch mal ein schlechtes Wort oder ist jetzt hier stark formuliert, ja, hässliche Redensarten, so stark würde ich das jetzt nicht sagen unbedingt, aber es ist auch schon mal ein hartes Wort gefallen, auch in der Gemeinde, auch, ich habe es selber erlebt, du auch, ne? Ja. Und das soll eigentlich nicht sein, ja, also wenn wir uns das überlegen, was die letzten Jahre auch für Worte gefallen sind, auch im Internet war es natürlich besonders schlimm, ja, das wissen alle, es war Katastrophe, wie die Christen sich im Internet präsentiert haben, das war die reine Katastrophe. Aber wir sollen wirklich, wenn wir wiedergeboren sind, da wirklich uns vor den Herrn bringen und das uns da zurechtbringen lassen. Ja, das soll nicht sein. Wir müssen, unsere Gesinnung muss sich ändern. Also unser Ärger, unser menschlicher Ärger ist nie geistlich. Ja, wenn wir, Gott darf sich ärgern, Gott darf zornig sein, das ist gerecht. Aber unser Zorn, unser Ärger von uns gefallenen Menschen, der ist nie in Ordnung. Ja, der muss vor den Herrn gebracht werden. Da müssen wir wirklich Buße tun. Und vor allem innerhalb des Leibes natürlich, wir wollen uns bewusst machen, dass unsere Geschwister auch mal in Herrlichkeit, in Ewigkeit mit uns vor dem Herrn stehen werden. Das sind unsere geliebten Geschwister. Also Bruderliebe ist ganz, ganz, ganz fett und groß. Du hast ja jetzt auch die Johannesbriefe gemacht, gell? Da ist Bruderliebe ist ein ganz dickes Thema. Und deswegen wollen wir wirklich lernen, auch jetzt aus den letzten Jahren, dass wir, auch wenn wir verschiedene Meinungen sind, das wird auch in Zukunft so sein, aber dass wir das nicht auslassen in Ärgernissen oder wegbleiben oder nicht mehr mit dem anderen reden, den anderen schneiden oder auch schlecht reden oder auch über Obrigkeiten sehr schlecht zu reden, ist auch nicht in Ordnung, denke ich. Da haben wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 23,5, wo Paulus gesagt hat, er zitiert aus dem Alten Testament, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Also
nicht nur innerhalb des Leibes sollen wir natürlich nicht lästern, sondern das kann man auch vor allem auch auf die Obrigkeiten sehr anwenden, diesen Vers. Und ja, da dürfen wir lernen, denke ich. Da haben wir noch Luft nach oben. Nicht jammern, aber das ist ja nicht das Thema. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Es ist, wie du sagtest, mit dem Zorn, gerechter Zorn kann niemals von uns kommen, weil wir gar nicht die Position haben, diesen Zorn ausüben zu dürfen. Der ist also überschlecht bei uns und Wut, Bosheit, Lästerung, sowieso alles. Hässliche Redensarten. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir nicht Wahrheit sagen dürfen. Was wir in Wahrheit sagen müssen, darf auch in Wahrheit gesagt werden. Und wir können sicherlich auch mal miteinander etwas deutlicher sprechen. Ja, so wie Paulus und Petrus miteinander diskutiert hatten. Das alles kann passieren, aber es soll eben in einer vernünftigen, gottgewollten Art und Weise passieren. Nicht verletzend, nicht im Fleisch, sondern anhand seines Wortes in der richtigen Art und Weise. Und wir müssen auch einfach mal zurückstecken. Ja, es kann sein, dass wir wissen, wir haben an dieser Stelle einfach recht. Ja. Aber wir stecken jetzt zurück, weil es wirklich nicht wichtig ist. Ja. Ich gebe so, also eine Schwäche habe ich bei der Vorbereitung jetzt erkannt. Ich habe ganz klar, muss ich zugeben, eine Schwäche. Wenn ich, sag mal, wenn sich Leute über mich aufregen, ob jetzt gerecht oder ungerecht, ja. Aber dass ich dann, ja, da bin ich relativ empfindlich. Also andere können das viel besser aushalten. Das ist einfach eine Schwäche von mir. Aber das, wenn man das weiß, dann kann man auch das wieder von Herrn bringen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann lesen wir ja auch, lügt einander nicht an. Ist ja das No-Go. Meine Geschwister anlügen, das geht gar nicht. Ja. Ich meine, das kommt vor, ja. Aber dann müssen wir das auch wirklich zugeben. Und wir müssen vielleicht auch den Bruder oder die Schwester ansprechen und sagen, ich habe gelogen. Ja. Ja. Das darf nicht sein. Lügen soll sowieso nicht sein, aber auch noch innerhalb der Geschwister zu lügen, um sich möglicherweise besser darzustellen oder einen Vorteil zu verschaffen oder wenn man seine Meinung durchsetzen will, gar nicht. Da hat ja Gott ziemlich drastisch reagiert in Apostelgeschichte 5, gell? Du weißt, was ich meine. Ja. Ananias, Sapphira, das war, da hat Gott richtig ein Exempel gesetzt. So denkt Gott drüber, wenn wir irgendwie heucheln oder lügen, das geht eigentlich nicht. Ne? Im Geist geht es nicht. Ja. Das Werkzeug Satans, was wir dann hier benutzen, irgendwo uns Vorteil zu verschaffen. Mhm. Also das brauchen wir auch nicht, weil alles, was wir durchsetzen sollen, ist immer Wahrheit. Und es hat immer mit dem Wort Gottes zu tun. Und genau dafür brauche ich keine Lüge. Mhm. Ja? Und wenn ich wirklich bei was erwischt werde, was ich gemacht habe, ja, dann ist jetzt der Punkt, Buße zu tun und es zuzugeben. Ist doch ganz normal als für uns Christen. Ja. Also einander anlügen ist eine echt üble Geschichte. Das sollte man partout auf jeden Fall lassen und sofort korrigieren, sobald es irgendwo nötig ist. Auch hier lesen wir die Begrüßung, die Begründung, wir haben den alten Menschen ausgezogen. Ja, aber wir wissen, der will immer wiederkommen, das wissen wir. Mhm. Wir haben den neuen angezogen, ja, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Aber das geht eben auch nur, wenn wir Gott auch wirklich die Möglichkeit geben, uns zu erneuern, und das ist eben eine der besten Möglichkeiten, ist auch wirklich sein Wort zu lesen. Denn dann werden wir tagtäglich durch sein Wort erneuert. Er kann das sicherlich auch anders. Ja? Mhm. Aber es ist unsere Grundaufgabe. Also die Bibel nicht zu lesen, weil ich keine Lust habe, ist eine Sache. Aber die Bibel nicht zu lesen, weil ich vielleicht gar nicht kann in der Verfolgung oder so. Ja? Also da wird Gott diesem Bruder oder dieser Schwester andere Wege zeigen, wie er bei ihm ist. Ja. Aber hier können wir auch mal die Bibel in die Hand nehmen. Das ist einfach das, was Gott auch von uns erwartet an der Stelle. Ja, ja, ja. Wie siehst du denn den letzten Vers in diesem Zusammenhang? Den Vers 11? Hm? Ja. Ja, das ist, es kommt nicht darauf an, unsere äußerliche Stellung, ob wir jetzt zum Beispiel eine Führungskraft sind oder Mitarbeiter, ob wir einen tollen Job haben oder arbeitslos oder ob wir super gesund sind und sportlich sind oder jemand ist kränklich oder ja, es gibt alle Arten von Krankheiten im Leib des Christus und Schwächen, das spielt alles keine Rolle oder Hautfarbe oder ja, wie auch immer, diese ganzen Äußerlichkeiten, das soll die Bruder, also die Liebe, die Einheit in Christus ist einfach da. Das ist ein geistlicher Fakt, das ist eine Tatsache. Ja, das können wir nicht herstellen. Wir können auch nicht sagen Ökumene und
liebt euch alle, das ist nicht so, sondern das ist schon hergestellt, ja. Mit der Wiedergeburt sind wir in dem Leib des Christus und wir wollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir dem Leib des Christus hinzugefügt worden sind und dass wir im Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1,13 sind, also dass wir im hineinversetzt worden sind ins Himmelreich, quasi auf unsichtbare Weise, auf geistliche Weise. Und dann gibt es eben diese Unterschiede, dieses Ansehen der Person, dieses sich vergleichen soll dann weniger werden und im Idealfall auch dann aufhören. Ja. Ganz genau. Ja. Da mag jemand in der Welt sehr erfolgreich sein, ja. Wenn er aber Christ ist, mein Bruder ist, dann spielt das in dem Moment keine Rolle. Ja. Kann keine Rolle. Das heißt nicht, dass ich niemanden achten soll. Ja, ich soll natürlich Respekt haben vor älteren Brüdern, ich soll Respekt haben vor den Ältesten oder Diakonen und so weiter. Das ist ganz klar, ein anderes Thema. Aber dass jemand sagen kann, ich bin der und der in der Welt und deswegen hätte ich irgendwelche Vorteile, nein, aber auch andersrum nicht. Ja, da mag einer aus langer Arbeitslosigkeit oder Obdachlosigkeit oder sonst was kommen, er hat zu Christus gefunden, dann ist sein Wort im Zweifel auch nicht weniger wert. Ja, wenn er sich auskennt, wenn er von dem Herrn was gezeigt bekommen hat, dann hat das genauso einen Wert wie von jedem anderen auch an der Stelle. Ja? Ja. Aber wird ja manchmal auch missbraucht, der Vers. Wir wissen, dass es wieder Regeln gibt, zum Beispiel im Gottesdienst, ja, wo Gott sagt, da möchte ich gewisse Dinge durch die Männer vollführt haben und nicht durch die Frauen. Ja. Ja, das darf man dann auch wieder nicht einfach versuchen auszuhebeln. Das ist ein anderes Thema, ne? Ja. Anderes Thema, ganz klar. Das ist eine andere Ebene. Eben, ja, das heißt eben nicht, dass Schwestern das nicht können sie, ja, das heißt nur, dass Gott gewisse Dinge nicht will. Mhm. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Machen wir weiter? Ja, gehen wir weiter. Willst du lesen? Dann lese ich. Ja. Vers 12. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben habt, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut in Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, dann ist das ja ganz einfach, Tobias, da steht's ja, ne? Oder? Ein Rezept, ja. Genau. Wenn es so einfach wäre. Mhm. Eben. Ja, herzliches Erbarmen, was heißt denn das? Ja, Erbarmen. Ja, dass man eben... Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Okay, dann sag ich mal den ersten Satz. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte. Ja. Mit dem Ertragen, oder? Ertragt einander. Kannst du auch. Vergebt einander. Also, was bedeutet ertragen? Das kommt von tragen. Und das hat bildlich eine Last tragen, ja. Das ist nicht unbedingt einfach, sich zu ertragen. Und das ist aber gefordert in Konflikten, in Krisenzeiten umso mehr, ja. Vor allem, wenn man diese Meinungsverschiedenheiten haben, dann einander ertragen. Das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, aktuell auch. Auch wenn die es wieder anzieht, wenn es wieder schlimmer wird, vielleicht. Momentan haben wir Entspannung, ja, aber es kann wiederkommen. Es kann sein, dass wir uns wieder mehr noch lernen müssen, zu ertragen mit unseren Verschiedenheiten und Schwächen. Ist manchmal nicht leicht, oder? Mir fällt da gerade so ein, ertragen heißt eben nicht, ich ertrage den anderen, wenn er sich nur beträgt, ja? Also mein Ertragen ist unabhängig davon, ob er sich betragen kann. Das muss man irgendwo oder benehmen kann. Das muss man davon eben unterscheiden. Es kann sein, dass der Bruder wirklich eine Art hat, die schwierig ist. Und trotzdem soll ich ihn ertragen. Ja. Und das heißt eben, wie du auch sagst, tragen. Also das ist das kann eine dauerhafte Belastung sein, ja. Die ich aushalten muss, ganz bestimmt. Ja. Und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Kennst du doch bestimmt auch die Aussagen, ihr seid zu weit gegangen, das vergebe ich ihm nicht mehr.
Ja, also das ist ein Punkt, das fällt mir relativ leicht, muss ich sagen. Nicht, ich bin da nicht stolz drauf, ja, aber mir gefällt, glaube ich, vergeben eher leicht. Ich habe woanders meine Schwierigkeiten. Also mir fällt es eher schwer, wenn ich so angeschossen werde, irgendwie ja, mich in meinen, nicht mein, mich mit meinen Verletzungen zu suhlen oder so. Das ist eher meine Schwäche. Aber den anderen freigeben, das kann ich relativ gut. Deswegen bin ich da nicht so vielleicht ein gutes Beispiel oder es kann jemand besser erklären, der da gekämpft hat damit und der das vielleicht überwunden hat. Wie ist es bei dir? Kannst du, wie ist es mit Vergeben? Also ich musste niemandem bisher furchtbar schlimme Dinge vergeben, wo ich sage, da wird es dann wahrscheinlich auch ganz schwer. Aber letztlich sehe ich es ähnlich wie du. Die Dinge, die ich vergeben muss, sind meistens wesentlich weniger schlimm als die, die ich getan habe. Und da der Jesus mir diese Dinge vergeben hat, sollte ich mich nicht so anstellen. Wenn ich anfange, Dinge nicht mehr zu vergeben, ich meine, die Schrift ist da ja auch sehr deutlich, wenn wir nicht vergeben wollen, wird uns auch nicht vergeben. Ja, wenn ich das nicht mehr wollte, dann ist ganz klar, dann habe ich nicht mehr das, also dann bin ich derjenige, der quasi einem das Himmelsreich irgendwie verweigern wollte, ja, nach dem Motto, du nicht mehr, du hast es jetzt übertrieben. Aber wir müssen einfach verstehen, es gibt nichts. Das Blut des Herrn Jesus ist einfach so kostbar. Und der Jesus hat grundsätzlich gesagt, jeder, der will, kann kommen. Ich vergebe das. Das mag uns jetzt in einigen Fällen echt schwer fallen, aber wenn man selbst in Sünden war und man vielleicht auch verstehen könnte, wir haben diesen Massenmörder, der jahrelang ja eine vollkommen falsche dämonische Denke hatte. Und dann wird der doch wiedergeboren. Ja, ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber das kann ich mir vorstellen, dass es sowas gibt, dass er wirklich den Herrn Jesus findet. Ja, warum sollte der Herr Jesus ihn nicht auch aufnehmen? Und Es geht natürlich kann es, ja. ja. Es geht um eine Entscheidung, ne? Also ertragen, vergeben. Genau, Liebe stimmt. ist immer eine Entscheidung. Das ist nicht unbedingt ein Gefühl, was mich überkommt, sondern es kann auch eine Last überwinden bedeuten, ja. Es kann auch ein unangenehmer Entschluss sein, wo ich mich vor den Herrn schleifen muss oder ins Gebet schleifen muss quasi und jetzt beschließe ich vergebe dem jetzt oder ich ertrag das jetzt. Ja. Ein schönes Beispiel, was ich mir hier noch notiert habe, ist, also wie du bin ich jetzt kein Freund von diesem Fünf-Punkte-Calvinismus als Beispiel. Ja. Ich würde jetzt sagen, also ganz viele von diesen, die so denken oder so gesinnt sind, sind ganz liebe Geschwister, muss ich Ja. ganz offen Ja. sagen. Und da gibt's einen amerikanischen Kanal, den ich öfter sehe, und der hat auch den Standpunkt, den wir vertreten, dass wir eben nicht das befürworten, sondern wir haben den Glauben, dass alle Menschen eben persönlich die Chance haben und auch die Möglichkeit, sich für Jesus sich retten zu lassen, ja? Also, dass der Mensch antworten kann. Und das ist, wenn ich den Namen nennen darf, Leighton Flowers, das ist so ein amerikanischer Kanal und der macht es auf wunderbare Art. Also der leidet unheimlich viel auch unter diesen Konflikten. Ja, ich kann das nachvollziehen, der war früher in dieser Lehre, in diesem System und ist rausgekommen. Aber er hat eine wunderbare Art. Also da hörst du keine Spitze, da hörst du kein abfälliges Wort. Ja, obwohl er über einen sehr deutlichen Lehrunterschied immer wieder spricht. Ja. Und das finde ich einfach toll. Ja. Also das finde ich sehr, in der Heiligung, denke ich, würde ich sagen, ist der ziemlich gut dabei, ja. Gut fortgeschritten. Ja, wir müssen uns einfach vor Augen halten, wir sind ja auch nicht perfekt. Wir machen auch immer noch Fehler und wir wollen auch, dass der Jesus uns das vergibt. Aber ich muss jetzt doch nochmal auf den Vers davor kurz eingehen. Wir sollen was anziehen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das, glaube ich, sind auch alles bewusste Willensentscheidungen, oder? Ja. Also ein Stück Ja. weit, manchen fällt es leicht, weil sie von der Ja. Natur, vom Naturell her höflich und freundlich sind. Ja. Okay, aber oft wird es doch so sein, dass ich mich entscheiden muss oder das immer wieder mühsam lernen muss oder immer wieder Buße tun muss, wenn ich merke, ich neige zum Zorn oder werde schnell ungeduldig oder ärgerlich. Dann das erkennen und mich vom Wort Gottes da ja, das offenlegen lassen und das vor den Herrn bringen und in der Kraft des Herrn dann drum kämpfen, um das umzusetzen. Wirklich, so wie Gott es hier sagt, so meint er es auch. Ne? Wir sollen das, im Idealfall sollen wir wirklich freundliche Menschen, demütige, sanftmütige sein,
fällt natürlich dem einen, je nachdem, wo einer herkommt, wie auch wie die Kindheit war und so weiter, dem einen fällt es ein bisschen leichter, dem anderen fällt es schwerer. Aber wir wollen da alle Fortschritte machen. Ja. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen Demut, Sanftmut und Langmut? Ja, also Sanftmut, das ist, wie das Wort schon sagt, eher so, ja, sanft sein, keine aufbrausenden Worte, keine steilen Spitzen oder so, keine derbe Abfälligkeit. Und Demut ist, dass man nicht groß von sich denkt, also trachtet nicht nach hohen Dingen, haltet euch herunter zu den Niedrigen, sagt Paulus in Römer 12, glaube ich, ja. Das ist diese Demut, dass man nicht hoch von sich denkt, dass der Stolz soll ja eigentlich auch mit der Wiedergeburt verloren, also weg sein. Mein Stolz ist, denke ich, ist weitgehend weg oder sollte eigentlich ganz weg sein. Ja, ich habe keinen Grund für irgendeinen Hochmut. Also Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Ja. Und Langmut ist ja so ein bisschen ein älteres Wort. Wer das nicht kennt von den Jüngeren, also Langmut geht sehr in Richtung Geduld, ertragen, so, ne? Geduldig sein, ja. Siehst du auch so, oder? Ja. Jetzt sehe ich so, aber wie ziehen wir es an? Ja. Ich glaube, das ist ja die Problematik. Ja. Wir können das in ruhigen Zeiten, finden wir das alles logisch, ne? Aber genau da wird es uns ja erwischen. Wir werden genau in eine Situation kommen, wo wir mit etwas zu tun haben, was für uns gar nicht geht, was wir dem schon 100 Mal gesagt haben, ja, wo uns ganz komisch kommt, wo wir uns absolut im Recht fühlen. Ja. Und haben wir da einen praktischen Hinweis, wie man damit umgeht in dem Moment? Also zieht an heißt, es ist ein auch wieder... Da steckt irgendwie drin, dass es geht um eine bewusste Entscheidung, ja, zieht an. Ich muss ein Kleidungsstück bewusst nehmen, vom Bügel nehmen, die Jacke anziehen. Also es hat was mit einem Bewusstseinsprozess zu tun. Also, ja. Da ist das Ziel genannt, wo es hingehen soll. Und wenn ich da nicht bin, dann durchs Wort Gottes erkenne ich, dass ich da noch nicht sanftmütig bin oder nicht demütig bin, dann heißt es anziehen. Das heißt, Buße tun quasi vom Herrn, von Herrn das bringen oder auch gegebenenfalls vor Menschen. Und mit der Kraft des Herrn sich dann, ja, so der Herr das schenken mag, sich verändern lassen. Wahrscheinlich ist es auch gut, auch einfach erstmal den Mund zu halten, ne? Ja. Freundlich und nett zu begrüßen und zu merken, wenn man merkt, ich kann jetzt nicht. Ja. Ruhe. Einfach wieder ins Gebet mit dem Herrn gehen. Ja. Neu drüber nachdenken, bevor man sich dazu äußert. Ja. Das ist immer ganz gut dann. Mhm. Und dann sagst du ja, Willensentscheidung anziehen, über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also auch hier bewusste Liebe, ne? Nicht so ein automatisches Verliebtsein. Ja. Was bedeutet das, jemanden zu lieben, mit dem ich eigentlich meine Probleme habe? Dass ich mir hilft es da sehr, dass ich mir bewusst mache, es geht um den Leib des Christus, ja, Christus, wer bin ich in Christus, wer ist Jesus Christus, Christus ist für mich gestorben, Christus ist Mensch, Christus ist ewiger Gott und ist Mensch geworden, hat alle meine Sünde freigekauft und das Gleiche gilt für meinen Bruder auch, ja, im Leib des Christus. Und wenn ich darüber nachdenke, je mehr ich darüber nachdenke, wenn mein Blick sich auf das richtet, wie herrlich, wie selbstlos, wie Christus alles für uns hingegeben hat, dann habe ich vielleicht eine Ahnung davon, was das heißt, zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Natürlich nur die vollkommene Liebe, die hat nur der Herr selber. Ja, das haben wir nicht. Ja. Aber da will uns der Herr am Ende haben. Ja, er will uns bei sich haben. Und das ist ja diese herrliche Aussicht, die wir haben. Also ich finde den Vers auch wunderbar. Und sich immer wieder das zu Gemüte zu führen, machst du wahrscheinlich auch immer mal wieder, ne? Ja, wie ziehst du die Liebe an? Wie machst du das konkret? Indem ich mir wirklich manchmal bewusst mache, das ist eine willentliche Liebe. Gott kennt ja unterschiedliche Arten der Liebe. Und Gott hat diese Liebe auch zu uns. Gott erwartet von uns Liebe.
Ich helfe mir dann manchmal mit der Krücke, dass ich mir sage, als ob ich jetzt verliebt wäre in diesen Menschen. Ja? Mhm. So soll ich ihn behandeln. Dass er mir wichtig ist. Ja. Dass mir wichtig ist, dass es ihm gut geht, dass er vielleicht dazulernt. Und dann weiß ich auch natürlich in dem Moment ganz genau, wofür ich das tue. Denn der Herr Jesus sieht mich in diesem Moment, wo ich kommuniziere, agiere oder Dinge für diesen Menschen tue. Und der Jesus soll eben erkennen, ich mache das aus Liebe letztlich zu ihm. Ja. Ja, wenn ich vielleicht die Liebe zu dem Bruder oder der Schwester in dem Moment noch nicht ganz so spüre, aber ich mache das dann aus Liebe zu ihm. Ein ganz wichtiger Grundsatz ist konkret hier für den Umgang miteinander, dass wir wirklich miteinander reden und nicht übereinander. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Das sage ich auch, ich habe manchmal so eine Lehrtätigkeit, das sage ich auch in Schulklassen teilweise. Aber das ist, umso mehr gilt es im Leib des Christus, dass wir Menschen neigen natürlich dazu, schlecht zu reden, ja. Also uns unserem Unmut Luft zu machen. Ich denke, jeder von uns macht das, auch als wiedergeborener Christ. Aber eigentlich sollen wir uns immer wieder daran erinnern, es geht ums Miteinander, ja, und auch die Kommunikation erstmal zuerst miteinander. Nicht erst der hat das gemacht, ja, sondern direkt mit dem reden. Ja, aber so, ja. Ist leider oft nicht die Praxis, ne? Aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht daran orientiere. Ja. Sondern ja, mir gilt das Wort und entscheidend ist, was ich mache. Ja. Und ich kann mich nicht damit rausreden, andere machen es auch nicht. Ja. Das funktioniert so nicht. Ja. Ja, und dann sehen wir ja, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Friede Gottes, hast du da eine Idee, was das ist? Ja, das ist, was uns Gott schenken möchte. Paulus sagt ja immer, Gnade und Friede von Gott dem Vater und Jesus Christus. So leitet Paulus fast alle Briefe ein. Das ist was ganz Grundlegendes und das ist letztendlich der Schatz, das ist der Lohn, wenn wir diese Heiligung, dieses Ertragen, dieses Liebeinander, dieses Anziehen des neuen Menschen, wenn wir uns dem stellen und das Buße tun und machen und da weiterkommen, dann wird der Lohn, den wir haben, das sein, was uns Gott schenken möchte, nämlich eine Ruhe, ein Frieden, der selbst unter schweren Situationen, selbst in Bedrängnis und Verfolgung, ja, ich habe das noch nicht erlebt, ja, aber selbst da ist es wohl möglich, dass man dann diesen Frieden, diesen herrlichen Frieden im Frieden Gottes im Herzen hat, der viel schöner ist als jedes sonstige Gefühl, was man sonst sich vorstellen kann. Ja, das ist wahrscheinlich ein unschätzbar hoher Wert, eine Kostbarkeit. Es ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl zu wissen, dass sowieso alles zum Guten kommt, dass Gott alles geplant hat. Ja. Dass Gott alles zum besten Abschluss überhaupt bringt. Es ist so ein bisschen das Gefühl zu wissen, ich bin jetzt bei Gott. Ja, also Gott kann jetzt mit einem Fingerschnipp alles zu meinen Gunsten ändern. Das kann er jederzeit tun. Mhm. Und er weiß auch jederzeit, wie es mir geht. Ja. Und er weiß jederzeit, was zu tun ist. Er hat das alles auch schon im Vorfeld geplant und gewusst und alles. Ja. Und diese Ruhe zu wissen, Gott hat das alles in seiner Hand, egal was jetzt passiert, ist, glaube ich, der Friede Gottes, der mir in vielen Dingen dann auch helfen kann. Ja, ja. Und dann Vers 16, ne? Mhm. Das hat man im Grunde jetzt auch schon, wir wollen es nicht zu lang machen, auch das hat man schon immer wieder erwähnt, also es ist kostbar, das Wort Gottes zu kauen, also vor sich zu haben, in sich wohnen zu lassen, sich vielleicht ein Kärtchen am Morgen in der Bibellese aufschreiben, einen Vers, dem einem wichtig geworden ist, den in den Tag mitnehmen, ins Büro mitnehmen oder wo auch in die S-Bahn oder wo auch immer. Und sich an diesem Vers aufbauen oder sich stärken lassen, ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel, das Wort Gottes in sich wohnen zu lassen, in aller Weisheit. Ja. Ja. Und wir sehen ja schon hier, wir könnten jeden einzelnen Vers sehr ausführlich besprechen, ne? Ja. Und tagelang drüber nachdenken, weil die alle so viel Kraft haben und uns so viel bewusst wird. Gott leitet uns da ja auch. Aber wir wissen eben auch, die Bibel hat ganz viele Verse. Und deswegen ist das eben auch so wichtig, dass wir regelmäßig lesen. Ja. Ja, weil das ist ganz viel und Gott möchte, dass wir alles lesen. Und jeder, der die Bibel schon ein paar Mal gelesen hat, er weiß ja, dass bei jedem weiteren Lesen
neue Puzzleteile sich zusammensetzen zu anderen Stellen in der Bibel, die ihm bisher gar nicht aufgefallen sind. Mhm. Ja, jedes Mal gibt es neue Hinweise von Gott. Er belohnt diese Mühe, das tut er. Und gibt wirklich Erkenntnis. Ja. Und die Folge davon ist wiederum, wenn man das macht, dann ist man, wird man auch ein Stück weit lehrfähig. Wir sollen alle irgendwo lehrfähig idealerweise sein, die Brüder, ne, vor allem. Ja, ja. Du hast natürlich, ich glaube, du hast eine besondere Lehrgabe, die habe ich nicht so, aber das muss nicht, man muss nicht unbedingt eine Lehrgabe haben, aber lehrfähig sollte man schon werden. Also wenn, jeder sollte grundsätzlich was aus dem Gottwortes erklären können. Das ist gar keine Frage. Ja, ja, ja. Und auch eine Folge von dem Ganzen ist, dass man auch Freude hat am Singen. Wir singen ja auch, ihr singt wahrscheinlich auch gern gemeinsam, also vor allem geistliche Lieder, schöne Glaubenslieder mit Bibel, mit fundierten, guten biblischen Texten. Das ist uns, denke ich, allen eine große Freude. Habe ich lange dran mit zu tun gehabt. Das war bei mir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Klasse. Wenn man da gesungen hat, dann kam schon der Lehrer vorbei und horchte. Und dann hieß es immer, hier brummt doch einer. Meistens zeigt er dann auf mich und ich musste den Mund halten. Ja, also ich bin gesanglich überhaupt nicht talentiert, aber mir egal. Weißt du, im Laufe der Zeit singe ich diese Lieder immer lieber und mit mehr Inbrunst und mit mehr Überzeugung. Und es gibt einfach Lieder, die sind einem sehr ans Herz gewachsen. Und wir sehen eben hier in der Schrift auch, das ist wichtig. Ja, die Lieder sind nicht irgendwo nur so Beiwerk, also die Psalmen oder auch modernere Lieder, die sich ein bisschen auf die Psalmen stützen, sondern Gott findet das gut, wenn wir singen. Ja, Gott möchte das auch. Ganz Paul klar. Gerhard zum Beispiel, warum sollte ich mich denn grämen, ist so ein Klassiker, das habe ich im Kopf und das prägt mich auch ein Stück weit, diese Lieder, ja. Ja. Mhm. Ja. So, und dann in Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, dies tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Mhm. Was heißt das konkret? Ja, dass wir nicht mit unserem Christsein mal Pause machen irgendwo, sondern wo immer wir uns hinwenden, im Alltag, in jeder beliebigen Situation, dass im Idealfall wir nah am Herrn sind oder auch vielleicht in Gedanken sogar beten können, je nachdem, wenn es nötig ist. Also, dass der Herr immer dabei ist, dass wir nicht so... Es kann natürlich passieren, dass wir uns erwischen, dass wir so ein bisschen was am Herrn vorbei machen, ja, dass wir so unser eigenes Ding, ich kenne das von mir auch, ja, ich mache ein Stück weit, ich merke, oh, jetzt mache ich mein eigenes Ding, da möchte ich jetzt nicht gern drüber beten, so, dann merke ich, oh, ich bin nicht ganz richtig unterwegs und dann kann ich mich wieder korrigieren lassen, im Idealfall. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus, heißt so viel wie, das tut in seiner Vollmacht. Das tut in seiner Vertretung. Mhm. Ja, wir sind quasi der Prokurist sozusagen. Mhm. Das heißt, wir treten auf in Wort oder Werk und sollen das so tun, als ob der Jesus mir gerade vor 3 Minuten im stillen Kämmerlein diesen Auftrag persönlich gegeben hat. Das tust du jetzt für mich. Ja. Und du tust es so, als ob persönlich ich es selbst getan hätte. Also ja, nach bestem Wissen und Gewissen sollst du das tun. Ja. Ja. Das ist im Namen des Herrn Jesus etwas zu tun. Das ist auch etwas im Namen des Herrn Jesus zu bitten. Ja? Mhm. Wir bitten dann in seiner Vollmacht, in seiner Vertretung, wir bitten dann so, wie der Jesus es selbst erbitten würde. Ja. Also mit dem, das heißt nicht, wie die Charismatiker als eine Formel aussprechen und alles, was ich will, erfüllt sich, wenn ich sage, im Namen Jesu. So ist es nicht gedacht, sondern es ist schon gedacht in der Wahrheit, ne? In seinem Geist, in seinem Willen. Ich bitte es so, wie er es will, ja, wie sein eigener Wille ist in diesem Moment. Ja. Ja. Und so sollen wir auch die Dinge in Wort oder Werk tun. Sonst können wir es lassen. Mhm. Ja, sonst brauchen wir das nicht tun, wenn wir das nur, weiß ich nicht, zu tun, um gesehen zu werden oder was weiß ich was. Ja. Aber dank Gott, dem Vater, durch ihn. Mhm. Was bedeutet das? Also, ich danke schon relativ viel, also kann mehr sein, es kann immer viel mehr sein, ja, aber ich danke, jeden Tag finde ich irgendwas, wofür ich dankbar sein kann und es gibt unendlich viel, also es gibt viele Dinge, also dem Herrn immer wieder Dank sagen, das kann man nie genug tun, ja, das ist, und das macht einen auch dann froh, wenn man sich dessen bewusst macht, was uns der Herr alles erkauft und geschenkt hat. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Ja, das kann sich die Welt, die Menschen der Welt, die nicht Bekehrten, können sich das nicht vorstellen, was wir für einen Reichtum haben und wie, was für einen Grund.
Grund zur Dankbarkeit wir haben. Ja, das ist unermesslich. Das ist wunderbar. Und durch ihn? Durch ihn. Ja, durch Jesus. Natürlich, Jesus ist für uns, wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ja, also durch Jesus sind wir überhaupt da hineingekommen. Und unser Leben ist nicht mehr, also nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja, das heißt, alles letztendlich hängt an Christus. Ja, er wird ewig leben als Auferstandener. Und weil er ewig lebt, werde ich auch ewig leben. Also auch die Dankbarkeit nur durch Christus. Ja, immer geht es um Jesus Christus. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Ne? Das ist ja etwas, was zum Beispiel die Zeugen Jehovas nicht machen. Ja? Ja. Die kommen nicht durch den Herrn Jesus zum Vater. Ja. Der Vater hat kein Interesse an Gebeten von uns, die ohne seinen Sohn funktionieren sollen. Ja? Das geht gar nicht. Ja. Wir müssen uns der innigen Beziehung zu dem Herrn Jesus bewusst sein. Wir beten zum Vater in dem Bewusstsein, der Herr Jesus weiß das, er sieht das, er ist in mir. Ja, also da kann ich nichts trennen. Ich kann den Vater nicht vom Sohn trennen. Das funktioniert überhaupt nicht, in keinster Weise. Also auch bei den Gebeten zum Vater ist der Sohn vollkommen involviert. Mhm. Ja, in aller Schwachheit, um das mal so auszudrücken. Ja. Letztlich steckt er wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr drin. Und wir wissen ja, er tritt ständig für uns ein auch, ja. Unsere ganzen Sünden, die wir jetzt auch noch tun, er leistet ständig Fürbitte. Also er ist unser Anwalt, permanent, ja, unser Priester. Ja. Was würdest du zusammenfassend sagen, wie wir jetzt mit Krisen, Seuchen, Kriegen und so weiter umgehen? Ja. Also, um das nicht relativ kurz und bündig zu machen, also würde ich sagen, lasst uns das alte Wesen erkennen durch das Wort Gottes, es ablegen. Was das alte Wesen ist, das wird hier zum Beispiel auch an anderen Stellen, auch zum Beispiel im Galaterbrief finden wir das, so eine Liste, was im Geist wandeln, was im Fleisch ist. Dieses Erkennen, Ablegen, bewusst, also eine bewusste Entscheidung. Dann machen wir uns bewusst, wir sind in der Wüste, wir sind hier im Feindesland, ja, wir sind nicht in der Herrlichkeit, wir sind nicht am Ende. Wir müssen auch geschliffen werden, auch durch Krisen. Und ich mag gar nicht dran denken, aber es könnte viel schlimmer werden, als es bisher war, also sehr viel schlimmer. Aber ich möchte mir das auch jetzt gar nicht ausmalen. Also ich lade nicht dazu ein, dass man sich jetzt da alles sich schlechte Szenarien vorstellt. Aber Tatsache ist einfach, wir sind in der Wüste, im Feindesland, und es kann alles mögliche Schlechte passieren. Und trotzdem, ja, den Blick auf den Herrn nach oben wenden, die Liebe anziehen, also sich immer wieder für die Liebe entscheiden, in der Kraft Gottes. Und dann stellt sich dieser wunderbare Frieden in unserem Herzen ein. Das ist dann das, was wir jetzt schon an Herrlichkeit in unserem Herzen haben, das, was sich kein Mensch, was sich ein Ungläubiger nicht vorstellen kann, wie schön dieser Friede ist, dann, der sich dann in uns einstellt. Und das geht so lange weiter, bis wir letztendlich dann vor dem Herrn jubeln werden, alle zusammen. Es ist, glaube ich, so, dass jede Minute, die ich im Wort verbringe, statt auf Telegram, auf irgendwelchen Verschwörungskanälen, von dem Herrn viel wertvoller ist. Ja. Und dass jedes Bemühen nach seinen Vorgaben in Demut, Sanftmut, Langmut, freundlichem Erbarmen und so weiter mit meinen Geschwistern umzugehen, viel mehr wert ist, als in der einen oder anderen Sache Recht zu haben. Ja, das ist Gott mehr wert. Diese kleinen Dinge vermeintlich, so zu handeln, wie Gott es will, ist viel mehr wert, als irgendwo sagen zu können, ach, das habe ich doch gewusst irgendwo, da habe ich mich doch besser mit befasst. Vergessen wir das. Ja. Das ist nicht wichtig. Das ist manchmal wichtig, sich zu informieren, weil wir uns grundsätzlich über gewisse Dinge informieren müssen. Aber das ist ein Grund, warum ich bis heute kein Telegram habe. Ich will das nicht. Ich möchte mich mit all diesen Informationen nicht beschäftigen. Es reicht mir, mich jeden Tag mit dem Wort zu beschäftigen. Und da habe ich echt genug mit zu tun. Und das auch zu verstehen, wenn Gott dann mit mir spricht. Und damit umzugehen. Und dann und wann muss ich mir leider dann auch mal andere Dinge ansehen, um da irgendwelche Hintergründe zu erfahren, weil man da ein bisschen drüber aufklären will. Aber ich möchte meine Zeit nicht freiwillig da die ganze Zeit mich damit beschäftigen. Mir ist viel, viel wichtiger, dass ich die Dinge alle von der Schrift her verstehe. Das wird mir in Zukunft helfen und das wird vielleicht auch Geschwistern helfen. Mhm. Und das ist das, was Gott will. Wisst ihr,
Die Gottesfurcht ist der Anfang von allem. Das zu tun, was Gott von uns will, ist ihm wichtig. Gott möchte, dass wir ihn erkennen. Gott will, dass wir über ihn nachdenken, dass wir mit ihm reden, dass wir sein Wort studieren. Darüber freut er sich. Und nicht darüber, dass ich mir noch dieses oder jedes angesehen habe, wie furchtbar doch alles ist und wie verlogen diese Welt ist. Und ja, und dann eben das anwende. So gut ich es irgendwie kann. Und wenn ich merke, ich kann es nicht, dann habe ich immer die Möglichkeit, den Herrn Jesus um Vergebung zu bitten und ihn zu bitten, dass er mir hilft, es beim nächsten Mal besser zu machen. Ja, ganz klar. Möchtest du auch zum Abschluss mit uns beten? Ja, beten wir nochmal über die Sache. Ja. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du den Sohn gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass wir versöhnt sein dürfen durch Jesus Christus, dass wir in dir ja allen Grund haben, zu loben und zu danken. Und dass wir auch die Möglichkeit haben und dass es uns die Kraft gegeben ist, die neuen Menschen anzuziehen, dass wir auch ein Stück weit wachsen dürfen in der Liebe, dass wir uns ertragen, auch mit den Verschiedenheiten, auch mit den verschiedenen Auffassungen jetzt zu den Themen, dass wir da wachsen dürfen. Danke für diesen kostbaren, reichen Schatz. Und bitte, Herr, lass uns erfüllt sein von diesem großen Frieden, von dem hier auch geschrieben ist in diesem Kapitel. Der sei doch ganz reichlich und immer mehr in uns. Amen. Amen. Ja, Herr Jesus, hab vielen, vielen Dank. Dein Wort ist wirklich so überaus klar. Du sagst das alles und wir können es auch nachlesen, Herr. Und du weißt, dass wir dennoch immer wieder straucheln und fallen und es doch nicht tun und überhaupt noch nicht mal nachlesen und alles andere uns wichtiger ist und wir uns mit allen anderen möglichen Dingen beschäftigen, Herr. Und ja, wir wollen dich bitten, dass du uns das vergibst und uns immer wieder klar vor Augen malst, was denn nun wirklich wichtig ist, Herr, und worauf wir uns zu konzentrieren haben. Denn wir wollen nicht vor dich treten und dann sagst du in einer Tour zu uns, hast du nicht gelesen, hast du nicht gelesen, hast du nicht gelesen. Herr, das wollen wir nicht und das hilft uns auch hier nicht. Und wir brauchen aber wirklich dich und deine Unterstützung, weil du weißt, wie schwach wir Menschen sind. Wir sind so leicht ablenkbar und vergessen wieder und nehmen Sachen nicht ernst, die du gesagt hast. Und da sind wir ganz, ganz, ganz schwach, Herr. Und ja, wir danken dir für alle Geschwister auch, die uns auf diesem Wege helfen, da wirklich Klarheit zu bekommen und bitten dich um deine Kraft, Herr, dass wir das auch in diesen Zeiten täglich besser können, Herr. Und vergib uns die Dinge, die wir falsch machen. Amen. Amen. Ja. Ich danke dir, lieber Tobias. Danke dir. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Du darfst jetzt eine Zusage geben. Okay. Also, mich kostet es Überwindung, muss ich sagen. Dir fällt es wahrscheinlich viel leichter. Ich bin nicht so der Redner-Typ. Mir fällt Reden eher schwer. Aber wenn ich gut vorbereitet bin, dann geht es wohl einigermaßen, denke ich. Und ja, wäre schön, wenn es mal wieder klappt. Mhm. Genau. Wenn wir dann nochmal ein Thema ich würde finden. Jetzt nicht mich festlegen irgendwie auf so und so oft und so weiter, sondern ich würde das so, wie es der Herr und wie der Herr auch die Kraft gibt, ja, das so kommen lassen. Ja. So machen wir das auch. Mhm. Ja, dann, liebe Geschwister, ich hoffe, es hat euch irgendwo geholfen oder wird euch noch irgendwo helfen. Wenn euch was nicht gepasst hat, dürft ihr das natürlich auch schreiben, ganz klar. Ansonsten gibt es von mir wie immer ein Gott befohlen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.